Komme in die Bauchlage. Lege deine Stirn auf deine Hände, die großen Zehen berühren sich leicht. Fersen fallen locker nach außen. Setze deine Hände dicht am Körper unter deinen Schultern ab. Hebe deinen Oberkörper mit der nächsten Einatmung aus der Kraft der oberen Rückenmuskulatur nach oben. Die Kobra, Bhujangasana. Ellbogen sind dicht am Körper, Schultern weg von den Ohren. Deine Hände ziehen nach hinten. Po und Beckenboden sind kräftig angespannt. Die Kobra baut die Muskeln im oberen Rücken auf und wirkt wunderbar gegen Rundrücken und hängende Schultern. Lege mit der nächsten Ausatmung deine rechte Hand auf deinen rechten Oberschenkel. Dein Blick richtet sich mit geschlossenen Augen über deine rechte Schulter. Durch die Drehung wird die seitliche Flexibilität der Wirbelsäule gefördert. Ein, komme zurück zur Mitte. Lege deinen linken Unterarm parallel zur Brust auf die Matte. Ausatmen, lege deine rechte Hand auf den rechten Oberschenkel und spüre in deine Wirbelsäule. Dein linker Unterarm drückt sich kräftig in den Mattenboden. Po und Beckenboden bleiben angespannt. Komme wieder in Bhujangasana. Bhujangasana regt die Verdauung an, die Rückenmuskeln werden massiert und gestärkt. Lege mit der nächsten Ausatmung deine linke Hand auf deinen linken Oberschenkel. Dein Blick richtet sich mit geschlossenen Augen über deine linke Schulter. Genieße die Drehung deiner Wirbelsäule. Komme zurück zur Mitte. Lege deinen rechten Unterarm auf die Matte. Aus, lege deine linke Hand auf den linken Oberschenkel. Alle Muskeln deines rechten Armes sind angespannt. Atme tief in die Drehung. Komme langsam zurück. Lege deine Hände wieder übereinander zu einem Kissen. Lasse deine Stirn darauf ruhen und spüre in deine Schultern.